Jo und hallo auf dem Kanal The Nerdlandwehr auf Live. Hier ist der Geralt und ich bin der Die-Held. Gemeinsam machen wir jetzt ein Monster platt. Und ja, wollen wir mal gucken, um was es sich für ein Monster handelt. Bis jetzt kann ich hier noch sehen. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier schon war und es platt gemacht habe, das Monster. Und dann wäre das natürlich... Und das ist halt irgendwie noch nicht... ja, das Spiel ist einfach nur nicht mitgekriegt hat. Schatzjäger kann man machen. Dann können wir ein bisschen Mondschau machen. Ich meine, das Blaue hat mir bis jetzt ganz gut gefallen. Aber vielleicht wird es auch mal wieder Zeit für was Neues. Das ist jetzt... Ne. Nö. Die finde ich schon ganz hübsch. Boah, ich kann auch mal eine Runde so rumlaufen, oder? Ich finde aber, der sieht irgendwie ziemlich dick da drin aus. Ich weiß nicht. Gefällt mir nicht. Was haben wir dann noch? Oh, das war ganz schön protzig, das Teil. Ja, ein bisschen farbenfroh. Na gut. Jetzt ist das Ding auch weg. Ja. Super. Ich habe einfach die Kiste nicht gehoben, ich Trottel. So, da gibt es aber noch einen Schatz. Gleich mal das Leder ruinieren und ins schöne Salzwasser springen. Oha. Was haben wir denn hier noch? Hier soll es irgendwo einen Schatz geben. Ich glaube, ich tauche noch mal auf. Ich kann hier absolut nichts finden. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich hier wie blöd schon gesucht habe. Schatten, ne? Aber ich könnte irgendwie von... Auch... Ah! Ich hoffe nicht, dass ich hier wie blöd gesucht habe. Das wäre ja peinlich. Das wäre ja ziemlich einfach zu finden. So, das haben wir da auch. Jetzt muss ich nur noch rechtzeitig auftauchen. Das war ja mit ein bisschen Suchen relativ einfach zu finden. Also wenn ich dann das jetzt nicht gefunden habe, bei irgendeiner Folge, ja, dann habe ich irgendwas ganz schön verkackt, würde ich sagen. So, dann schwimmen wir mal wieder zurück zum Schiff. Und dann geht's weiter mit der Hauptstory. Von der ich immer das Gefühl habe, die ist bald vorbei. Ich bin echt auch ein bisschen traurig. Aber ich habe jetzt auch irgendwie nicht mehr so viel zu tun. Die ganzen Quests habe ich ja abgeschlossen. Also die, da gibt es halt noch die Gwent-Dinger. Vielleicht spiele ich mal ein bisschen Gwent. Das könnte sein. So, das sollte mich eigentlich zum nächsten Wegweiser führen. Das, ja, genau. Und das ist auch da, wo ich herkomme. Das Problem ist... Mit dem Schiff ist das wahrscheinlich nicht so gut zu erreichen. Das ist wohl besser durchzufahren, oder? Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Jetzt mal den Turbo ein und dann geht's los. Vielleicht macht das dann auch nicht so viel Sinn, direkt darauf zuzufahren, ne? Und gar nicht dahin zu gucken. Macht noch weniger Sinn. Aber hey.
Ja, es ist halt irgendwie schon, es sieht sehr steil aus, ne? Also da, wo der Berg ist, davor ist ja noch so dieser kleinere Berg. Ich glaube, da komme ich so schnell nicht hin. Da wäre es besser, durchzufahren in die Bucht und dann... Ja, in die Bucht und um dann da halt aus dem Wasser zu kommen. Da ist dann auch ein Wegweiser in der Nähe. Herrlich, diese Weitsicht. Herrlich, einfach nur. Oh. Oh, hoffentlich sind wir nicht zu nahe dran. So, es scheint noch irgendwie zu sein. Wer sich wundert, dass ich... Mist. Hau ab. Ah, dreht ab. Wer sich wundert, warum ich hier so lang ticker, so, ne? Das liegt daran, dass ich gerade mit Maus und Tastatur spiele. Es lässt sich einfach besser umblicken. Und die Landschaft genießen. Ich kann einfach besser hingucken, wo ich will. Bin mal gespannt, ob Plötze noch da steht. Oha, ein bisschen ruppig. So. Okay. Aber ich glaube, also plötzlich stand der schon mal da, ne? Habt ihr gesehen, oder? Was ist das denn? Zack, es geht los. Die große Mission geht weiter. Und es geht zu meiner Lieblingshexe. Geralt musste Eladin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen ja, das ist der Ladebildsche. Das ist halt immer, wenn man halt wechseln muss zwischen dem Festland und den Inseln. Dann gibt es halt diesen Ladebildschirm. Ich glaube, das hat man aber inzwischen auch schon mitgekriegt, oder? Weiß halt jetzt gerade nicht, was ich Besseres reden soll. Also sage ich etwas, was einfach schon jeder weiß. Das bin ich halt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Ich muss ja Triss irgendwie helfen, die... Naja, die Loge zu sammeln, ne? War das nicht irgendwie so? Diese Hexenloge. Die mir, also die Geralts Leben im zweiten Teil halt ziemlich schwer gemacht hat. Und irgendwie den König stürzen wollte, die Macht an sich reißen wollte. Ah, wir müssen nach oben. Hier ist Ciri. Hast du kurz Zeit? Natürlich. Ach, weißt du. Später. Ich sollte gehen. Gut, wir reden später. Hier ist nichts los. Jen. Geralt? Und? Fühlst du dich anders nach unserer Begegnung mit dem Djinn? Ja, ich fühle Bedauern. Willst du damit sagen, dass... Ich bedauere, dass wir es nicht früher versucht haben. Viel früher. Hätten wir dann weniger gestritten? Ganz im Gegenteil. Aber auch die anderen Momente wären leidenschaftlicher gewesen. Momente wie diese. Hab ich das? Ich habe was gefunden, was dir gehören könnte.
Ist der Schädel irgendein Accessoire? Wenn ja, hast du deinen Stil wohl etwas geändert. Das ist eine Waffe. Ich habe dich noch nie damit gesehen. Es ist, wie du sagst. Ich habe meinen Stil geändert. Denkst du manchmal über die Vergangenheit nach? Über deine Zeit bei der Jagd? Manchmal. Ich staune, dass wir noch leben. Eredin hinterlässt doch sonst keine Zeugen. Diesmal ja auch nicht. Ich habe das Gedächtnis verloren, als ich der Jagd entkam. Ach ja, deine berühmte Amnesie. Du hattest keine? Nur kurz. Mein Gedächtnis ist schnell zurückgekehrt, als die Magier des Kaisers mich in den Fingern hatten. Als die wilde Jagd dich hatte, haben sie dir hoffentlich nichts getan. Wenn doch, dann weiß ich es nicht mehr. Die ganze Zeit ist nur eine Abfolge schemenhafter Bilder. Blut und Feuer. Eine wüste Jagd durch verschiedene Welten. Alles in Nebel gehüllt. Aber ich erinnere mich daran, dass du kamst und dein Leben gegen meines eintauschen wolltest. Ich konnte dir damals gar nicht danken. Du hättest für mich dasselbe getan. Deine Sicherheit rührt mich. Aber du hast mir noch nicht gesagt, wie du entkommen bist. Das wüsste ich selber gerne. Manchmal erinnere ich mich, wie ich vorwärts preschte. Rote Reiter um mich. Dann bin ich plötzlich im Wald bei Kaer Morhen. Das ist alles. Was genau wollte Eredin eigentlich von dir? Dasselbe wie von dir. Weißt du nicht mehr? Ich weiß fast nichts mehr von meiner Zeit bei ihnen. Wir waren Köder, Geralt. Wir beide. Eredin glaubte, Ciri würde uns früher oder später retten wollen und er könnte sie dann fangen. Zum Glück ist sie nicht drauf reingefallen. Wie bist du von der kaiserlichen Geisel zur kaiserlichen Verbündeten geworden? Eines Tages ging die Zellentür auf und da stand nicht der übliche Offizier, sondern Emhyr. Er versprach, mich freizulassen und mir freie Herrschaft über die kaiserliche Schatzkammer zu lassen, sofern ich täte, was er verlangte. Er hat dir von Ciri erzählt und du hast sein Angebot angenommen. Warum? Gemeinsame Ziele führen zu seltsamen Allianzen. Ich wusste, dass ich Ciri vor Eredin finden musste. Und wenn irgendwer die Macht und die Mittel hatte, mir zu helfen, dann der Kaiser. Außerdem, schließlich und endlich, ist er auch ihr Vater. Warum hast du nicht nach mir gesucht, als du deine Erinnerung und deine Freiheit zurückhattest? Ich nahm an, dass du dich rasch erholen und mich zuerst finden würdest. Du hattest die Hilfe von Magiern. Ich war allein. Nun, nicht so ganz allein. Außerdem wusste ich, dass du vor der Jagd geflohen warst. Eredin hätte dich niemals gehen lassen. Mir hat er das Gedächtnis gelöscht, aber du warst entkommen. Es war naheliegend, dass er deins nicht löschen konnte. Und dann deine Hexermutationen. Ich rechnete damit, dass sie schlimmere Verwüstungen verhindern würden. Aber da ist noch etwas, das ich nicht aus dem Kopf kriege. Was denn? Danke, Jen. Bis dann. Schubst du mich nicht? So, dann gehen wir mal zu Triss. Grüß dich, Triss. Bist du verrückt geworden? Ihr habt ganz alleine Imlerit verfolgt? Zum Sabbat? Wie konntest du Ciri in solche Gefahr bringen? Komm schon, wir haben es gut überstanden. Im Gegensatz zu Imlerit. Das ist das einzig Beruhigende. Aber das ist keine Rechtfertigung. Weißt du, was alles hätte passieren können? Ist es aber nicht. Ich war dort, hatte alles unter Kontrolle. Können wir bitte das Thema wechseln? Auf dem Weg in die Stadt kamen wir an brennenden Scheiterhaufen vorbei, mit Anderlingen. Das wird jeden Tag schlimmer. Hier sind keine Magier mehr übrig, sodass sich die Jäger andere Opfer suchen mussten. Wir müssen alles so schnell wie möglich erledigen und aus Novigrad verschwinden. Hattest du Erfolg mit der Loge? Will uns jemand helfen? Sieht nicht gut aus. Ida hat abgelehnt und Francesca möchte im Krieg ihr kleines Reich nicht verlassen.
Von Fringilla wissen wir es nicht. Wir konnten sie nicht kontaktieren. Yen und ich haben Margarita gerettet. Ich weiß. Rittersporn hat sie oben in ein Zimmer gebracht. Sie erholt sich allmählich. Was ist mit Keira und Philippa? Keira? Ich dachte gerade, du würdest das verstehen. Nur wenige können sich einer Zauberin verweigern. Und Keira Metz hatte selbstverständlich ihre Methoden. Doch als sie die Notizen des Magiers Alexander verlangte, musste ich sie enttäuschen. Das brauchte sie ebenso wie den Impuls zu einem Neuanfang. Und den fand sie, wo sie ihn am wenigsten erwartet hätte. Als sie später wegen der Entdeckung eines Heilmittels für die Katriona-Krankheit berühmt wurde, erinnerte sich niemand mehr an die Zeit als Dorfhexe. Hab schon unpassendere Paare gesehen. Hoffentlich klappt es. Und ich hoffe, dass es bei uns klappt und wir Philippa und Rita finden. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und interessante Sachen rausgefunden. Nämlich? Willst du die lange oder die kurze Version? Ach ja, die lange, ne? Erzähl mir alles. Ich möchte alle Details wissen. Nachdem Philippa aus Loch Moin geflohen ist, kam sie nach Novigrad. Sie suchte Hilfe bei einem früheren Liebhaber, dem Zauberer Arthur de Fleester. De Fleester? Kommt mir bekannt vor. Philippa hat mal einen Trottel aus ihm gemacht. Arthur wollte sich rächen. Er hat sie überzeugt, dass sie als Eule am sichersten wäre. Sie hat sich verwandelt und er hat ihr ein Dimeritium-Band am Bein angebracht. Kurz danach fing die Hexenjagd an. Leider fiel Arthur ihr zum Opfer. Sein Besitz wurde versteigert. Und wie es der Zufall wollte, kam ein uns wohlbekannter Zwerg zufällig bei dieser Auktion vorbei. Soltan. Philippa ist die ganze Zeit unter unserer Nase gewesen? War wohl eher. Soltan hat sie vor einigen Tagen bei einem Kartenspiel verloren. Du machst Witze, oder? Leider nicht. Ein Mann tauchte auf, nahm Soltan ordentlich aus und schlug dann vor, um die Eule zu spielen. Natürlich hat er gewonnen. Er bedankte sich höflich bei Soltan und verschwand wieder. Wer war das? Weißt du, wo er wohnt? Er ist nicht von hier. Keiner kennt ihn. Na, großartig. Haben wir eine Spur? Wir haben das hier. Eine Feder der Eule Philippa? Denkst du an Divination? Genauer gesagt an Hydromantie und eine Art Sortilegium. Wir brauchen einen Brunnen, an dem wir ungestört sind. Der vor dem Passiflora müsste passen. Gute Idee. Gehen wir. Da sind wir. Schön ruhig. Wir müssten ungestört sein. Fangen wir an. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Glamet wir. Obe hier mir gene, verfeilte. Glamet wir. Ja, dies Kerle ist Küchin, alte Kliet. Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ich kenne es. Dijkstra, er hat sie. Es ist sein Badehaus, hätte ich mir fast denken können. War das die Vergangenheit oder die Zukunft? Die jüngste Vergangenheit. Wir müssen uns beeilen. Los, zum Badehaus. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Na los. Portieren? Ja, es ist soweit. Der Teil ist vorbei und wir müssen erstmal zu Dijkstra laufen. Ein Sturm. Verdammt. Auch das noch. Ja, und das werden wir dann halt. Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Hoffentlich hat Dijkstra ihr noch nichts getan. Es gibt verschiedene genau. Möglichkeiten. Vielleicht ist das auch Dijkstra, dem was getan. Unwahrscheinlich. Dijkstra hat ihr nie verziehen, dass sie ihm Meuchelmörder auf den Hals gehetzt hat. Philippa ist zweifellos geschwächt. Geschwächt mag sie sein, aber sie ist trotzdem eine mächtige Zauberin. Wenn Dijkstras Männer ihr das Dimeritium abnehmen, tötet Philippa sie, bevor sie Ach du Scheiße sagen können. Ja, wir werden sehen, ob wir zu spät kommen. Im nächsten Teil, denn dieser Teil ist leider schon wieder vorbei, aber ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, viel Spaß auf YouTube. Tschüss! Sie scheinen Philippa...